Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Wir befinden uns immer unter die Journey und haben noch so ein paar, naja, sagen wir mal Tutorial-Style-artige Aufträge bzw. Erinnerungsmissionen. Aufträge, Erinnerungsmissionen, das ist ein super Wort, was ich jetzt fast etablieren möchte. Aber wir kümmern uns einfach mal darum. Hier haben wir noch zwei Ausrufezeichen, eins vermutlich da oben und das andere auch. Gut, deswegen gehen wir einfach mal zu dem, was wir direkt vor unserer Nase haben. Würde ich mal so sagen, macht ja eigentlich keinen Unterschied, in welcher Reihenfolge wir die machen. Soweit ich mich zumindest erinnere. Wir müssen hier nur irgendwie hochkommen. Die Leiter meine ich. Moment, wenn ich mich hier so hinstelle, sollte das doch klappen. Ja. Perfetto. So. Ich muss eigentlich Italienisch lernen, einfach nur für dieses Let's Play. Und dann irgendwelche Sachen raushauen, das ist ja voll lustig. So, muss ich hier rein? Muss ich hier... Nein, muss ich nicht. Muss ich echt nicht? Wo muss ich denn hin? Muss ich da unten hin? Muss ich da nach draußen? Ich bin jetzt voll sinnlos hier hochgeklettert. Mist. Oder ich muss, hier hin? Okay, zu dem müssen wir schon mal hin. Nee, machen wir halt erstmal die Mission. So, ein Söldner! So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Natürlich. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Ah, Ezio macht das. Er hat alle Zeit der Welt und der rockt das schon. Gut, wir sollen also den doofen Ingenieur finden, der voll unfähig hier unsere scheiß Kanonen zusammengebaut hat. Der kriegt aber eine. Der fängt sich gleich was. Ach Mist, hätte ich vielleicht überhaupt nicht runterspringen müssen. Ups. Ach, ich kann ihn wieder hoch. Perfekt. Wahrscheinlich ist er wieder nur auf einer Mauer, aber nur ein paar Meter weiter. Das hätte die Typ eigentlich selber machen können. Egal. Ach, da ist er. Ah, natürlich, völlig zugesoffen liegt er hier irgendwo in der Ecke. Natürlich. Deswegen sehen unsere Kanonen so aus. Ach, war ja klar, ey. Salve, Messere. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lasst mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Was ist denn für ein Typ, ey? Dann sag halt von vornherein nicht, ich repariere nichts vor dem Mittag. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl. Muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Oh. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Wo er leider nicht so Unrecht hat damit, mit der Aussage. Man kann sich ja vor lauter Handkanonen nicht mehr retten heutzutage. Zumindest in einigen Ländern. Ja, dann macht sich mal an die Arbeit, alte Schnitte. Los! Mach die wieder heile. Was habt ihr getan? Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Warum stellst du sie denn dahin? Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Dieser Typ, ey. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Wir dürfen. Geil. Auf die Ziele schießen. Yeah. Kanonen-Action. Und prüft die Ausrichtung. Geil, hier sind also unsere Ziele und wir sollen R1 drücken. Das ist doch hier klar gebongt. Ein bisschen noch nachjustieren. Paff! Geil. Ja, wenn das mal nichts ist. So, und zack! Yeah, das ist doch. Das nenne ich Spielerlebnis und Gefühl, Alter. Hier mit Kanonen. Paff! Schön. Sollen wir uns alle verdreschen? Ah, 3 von 5, alles klar. Dann haben wir noch 2 to go. Und zack! Schön. Ah, vielleicht noch irgendwo ein anderes. Vielleicht irgendein... das nicht. Der ist eh so forever alone, also. Und, so. So. Paff!
Ach, schön. So muss das doch, so muss das. Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Die andere darf ich auch. Das ist ja cool. Ich muss gehen. Oh, schade. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Ja, so schaut's aus, ne? Also wir haben also jetzt Kanonen hier an Bord. Das ist schon sehr cool. So, jetzt muss ich mal gucken, wo die andere Mission ist. Ist die da unten? Wir können es ja mal versuchen. Ah, da ist auch so ein... Ach, Mist, ich komme hier nicht runter. Ich dachte, ich kann mich hier runterstürzen. Assassinen-Style. Hallo? Kann ich hier nicht irgendwie hoch? An diesen Burg-Dingern hier? Nein? Okay. Dann nicht. Also, wenn es hier nicht ist, dann... Nein, eindeutig nicht. Dann wird es wohl unten sein. Dann gehen wir einfach mal wieder flugs nach unten. Aua! Ah. Ja, da haben wir ein bisschen Leben verloren. Naja, egal. Ach ja, wir haben ja natürlich auch wieder Heiltränke, ne? Hier, Assassinat. Ah, geil. Schön. Hab ich ein bisschen vermisst, das ist jetzt ein Creed 3, aber da sind sie ja wieder. Okay, where's the mission? Ach, da ist er. Da ist der Mann, den wir reden sollen. Ich steh neben dir, du brauchst mich nicht anzuschreien, Alter. Ist doch alles gut. Buongiorno. Buongiorno. Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. What? Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Wie kannst du es wagen? Gott segne euch, Ezio. Kannst du es wagen? Okay, wo ist das Pferd? Marios Pferd. Ach, da ist es. Wow, komm her. Hua. Ah, Kreis drücken, alles klar. Gut, versuchen wir es einfach mal. Komm, rennen dem entgegen. Komm her, Pferd. Ja, Mist. Okay, das geht wohl nicht. Ja, Hauptsache, es rennt hier einfach vor den Toren auf und ab, weil dem Pferd aber nichts Besseres einfällt. Kommst du denn zurück, wenn ich da nicht hinrenne, oder muss ich zu dem hin direkt? Mal gucken. Ne, ich glaube, ich muss zu dem wahrscheinlich hin, ne? Sonst bewegt sich's nicht. Ja! Komm her, komm her, komm her. Yes. Aha. Da haben wir dich, Ferdinand. Hua. Da ist es. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Arrivederci. Einen schönen Tag. Ja, gut, dann haben wir unsere drei kleinen Einleitungsmissionen. Die kleinen Problemchen des Ezios haben wir wohl gelöst. Ein bisschen in der Stadt ausgeholfen. Dann können wir doch wieder nach Hause gehen, oder? Einfach mal schön wieder nach Hause entspannen. Ein bisschen die Beine hochlegen, mit Christina ein bisschen abflirten. Das ist alles super, das ist alles klasse. So liebt sich's doch. So muss das auch. Ist doch alles super. Ach, okay. Müssen zum Eingang. Alles klar. So. Klopf, klopf. Ah, da ist sie. Buongiorno, Ezio. Caterina. Was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Oh. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich?
Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sag mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Ja, ob das so eine gute Idee war, weiß ich ja immer noch nicht, aber wenn Ezio meint, ein kleiner Datenbankzugang noch zu Maria Auditore, der Mutti, der alten Mutti. Morgen mache ich Torta Bolognese. Ja, das reicht auch schon als Zusammenfassung für Maria. Niccolò Machiavelli, den kennt man eigentlich auch hier. Philosoph, Schriftsteller, Politiker. Alle bewaffneten Propheten haben den Sieg davongetragen. Die Unbewaffneten aber sind zugrunde gegangen. Das reicht eigentlich auch schon zu. Machiavelli, hier noch Katharina Sforza, die gute Sforza, Gräfin von Forlì. Ne, kennen wir auch noch. Naja, müssen jetzt nicht unbedingt alles durchlesen. Aber ich wollte es wenigstens mal geöffnet haben. Gut, wo sollen wir denn hin? Wir sollen scheinbar nach oben. Und ums Eck. Wahrscheinlich in ein Zimmer. Mit irgendjemandem zu reden. Ach, tatsächlich hier. Ach, auch schön, die ganzen Bilder, die wir gekauft haben. Die hängen hier alle. Voll schön. Hier die Venus und so. Voll cool. Ja, alles super hier. Alles schon aufgebaut. Ah. So, weg mit dem Zeug. Ah, ein Bad. Puh, ist so gut. Ah. Ja, natürlich. Willkommen daheim. Ja. Natürlich. Der gute Ezio wieder in seinem Element. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Sch, was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Wow. Ich glaube nicht. Merda. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Und los! Wow! Oh oh.
Nein, Montrigioni! Scheiße! Wow! Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Oh nein! Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la vittoria. Insieme. Insieme! Onkel, sei achtsam. Bin ich. Ach, Mario hat doch Ahnung. Der ist doch länger im Business als du, Ezio. Und boah, aufs weiße Ross geschmissen. Nein, Montrigioni. So, haben wir auch einen kleinen Counter. Hilfe. Von Stadtbewohnern, die schon geflohen sind und noch fliehen müssen. Und wir müssen zu den Stadtmauern. Oh nein. Oh, wir haben alles verloren. Wir haben alles jetzt im Haus gelassen. Ach, armes Pferd. Tut mir leid. So, sind schon einige Stadtbewohner geflohen, aber noch lange nicht alle. Ah, Mist. Na, so hoch. Uah. Scheiße. Ach, komm trotzdem noch hoch. Kein Problem für Ezio. Ist auch wie eine Treppe für ihn gemacht. Okay, die Stadtbefestigung sieht echt nicht gut aus. Wir sollen die Kanonen bemannen. Uah, oh Gott, nein. Das arme Montrigioni. Die Kanonen. Alles klar. Vernichtet ihre Kanonen, Signore! Ja, wir können nicht die da drauf schießen. Fuck! Ach, wir sollen auch die feindlichen Kanonen zerstören. Alles klar, ich dachte, wir können auch das Riesending zerstören. Und zack! Paff! Ich glaube, wir haben sogar zwei mitgenommen, hoffentlich. Weiter geht's. Oh Gott, ey. Wie haben sie das gemacht, ey? Innerhalb von wenigen Stunden sich da alles hingestellt und aufgestellt. Und keiner hat das bemerkt? Ganz ehrlich, dieses Kanon aufstellen ist doch nicht so leicht, wie es aussieht. Es fällt doch auf. So, noch eine Kanone. Scheiße. Das ging gleich daneben. Tut mir leid. Ah, ich pack dich noch. So. Zack. So. Riesen Ding mach ich doch mal lieber kaputt. Zack. So. So, aufhören sich hier hin zu bewegen. So. Scheiße, ey. Sieht echt nicht gut aus. Oh mein Gott, wie viele das auch sind. Wie konnte das niemand sehen, ey? Oh, die Stadtbefestigung sieht echt nicht gut aus bei uns. Aber wir tun, was wir können. Zack. Es sind fast alle Stadtbewohner auch geflohen. Nur noch 45. Nur noch 45. Und die kriegen wir auch noch raus. Na, das ist ein scheiß Zeiger. Da. Zack. So, komm, das Riesen-Oschi-Ding kann uns auch mal fett am Arsch lecken. Zack. Komm, lad nach. Ah, die Endkanone steht ja noch. Übersehen. Egal. Zack. Ja, fast. Noch 25. Zack. 10. 5. Alle raus. Oh nein. Oh Gott, da sind sie alle. Danke, Typ. Und hoch. Auch eine neue Installation hier im Brotherhood. Da sind sie. Ah, versteckte Klinge auswählen, natürlich. Und natürlich unser Lieblingsmove von oben raufgeschmissen. Und ja, komm her. Na, greif doch an. Nimm das, Alter. Ja, mit der Pistole nachgeschossen. Kriegst auch noch auf die Fresse, ey. Keine Sorge. Was habt ihr ja vor, euch mit Montrigioni anzulegen? Oh, Alter, ey.
Da haben wir so lange dran gearbeitet. In-game jahrelang an Monteligioni gefeilt und gebaut und erweitert und attraktiver gemacht für Menschen. Und dann sowas. Zugegeben, ich würde auch nicht in eine Assassinenstadt ziehen, aber... Oh, treten können wir auch. Mit X, alles klar. Zack, und hier schön in die Eier boxen und dann geht's weiter. Okay, da müssen wir nicht lang. Aber den müssen wir kriegen. Zack, hier und... Zack. Mario! Nein! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft! Und davon! Oh nein! Gebt mir die Büchse von seinem Freund! Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure. Oh oh. Nein. Mario, Ezio und Katharina wurde auch gefangen genommen. Oh, scheiße, Leute. Das ist ein actionreicher Anfang mit sehr vielen Problemen. Und das passiert, Ezio, wenn du deine Feinde nicht tötest. Basta! Ich kann gehen. Vorsicht! Da kommen sie! Zieht euch alle in die Villa zurück! Ja, scheiße. So kann ich nicht kämpfen. Steht mir bei! Helft mir! Yeah! Jetzt! Gut, Checkpoint erreicht, aber wir sind mitten im Kampf, deswegen... Huhu! Das ist ein kleiner Spoiler, deswegen, mach ich mal hier im Kampf mal Schluss. Obwohl, ihr habt es eh schon gesehen. So, dann mache ich einfach mal hier jetzt Schluss und, wir haben so einige Probleme, die wir natürlich, nicht alle, aber einige zumindest in der nächsten Folge hoffentlich lösen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen, einen schönen Tag noch, das war The Animanus, also ich, und, Jau, bis dann und hoffe, es hat euch mindestens genauso viel Spaß gemacht wie mir. Also bis dann, tschüss!